Servus Freunde und herzlich willkommen zu Harvest Moon 64. Sorry, I dropped an egg and broke. Sie ist schwanger, Freunde. Da habt ihr's. Da habt ihr's, Freunde. Wir haben es jetzt schwarz auf weiß. Und dieser Part wird auch ein bisschen kürzer, tut mir leid. Ja, ich nehme wieder in der Nacht auf. Oh, die sind fertig. How about this? Isn't it great? I've just finished it. Take a look. Also, es wird jetzt 20 Minuten lang und geil. Jetzt seht ihr, Freunde, wir haben alles. Wir haben diese Renovierung hier, die finde ich so super. Ich weiß nicht, ob man das Balkon nennt oder wie nennt man das Ding? Ich habe keine Ahnung. Naja. Dann geht's ab. Sie ist schwanger. Sie hat sogar noch die Eier geholt. Finde ich sogar sehr schön, dass sie trotz dennoch, obwohl sie schwanger ist, trotz dennoch uns hilft. Das, sowas erlebt man selten eigentlich. Gut. Ja, das erlebt man wirklich selten. Und das finde ich einfach nur mega Bombe von der. Deswegen hat sie auch ihre Blume verdient. Die habe ich aber schon längst gegeben. Also kein Problem. So. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt mal Wasser auffüllen. Ja. Wäre das Beste und leider gab es hier keine Ernte. Aber wir können sowieso unser Tier schon mal leisten. So. Ich muss diesen Part wieder mal kürzer halten. 15 Minuten oder so. Das ist ja nicht ganz okay lang. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht schlimm. Weil der letzte Part ja auch übertrieben lang war. Und ich ja gesagt habe, 15 bis 25 Minuten ist ganz okay. Also da braucht ihr überhaupt nicht zu heulen. Ich mache meistens ja auch Überlänge extra für euch. Weil ich auch meistens überhaupt keine Uhr habe und überhaupt gar nicht wissen kann, wann ich aufhören muss. Von daher passt das schon, denke ich mal. Dass ein paar Parts auch mal wieder mal kürzer sind. Und ja, das ist eigentlich nicht mal so übertrieben kurz. 15 Minuten sind akzeptabel, weil ich... Es ist nachts, Freunde, ich bin müde. Bin sau erschöpft eigentlich. Ja. Ich denke, da hat man... mir ist die Freizeit, glaube ich, auch gegönnt. Also der Schlaf ist mir gegönnt, hoffe ich zumindest von euch. Dass ihr mir das erlaubt. Ja gut, wieso erlaubt, Alter? Ich kann das so machen. So, ich habe kein Futter mehr. Okay. Das habe ich sowieso gedacht, dass ich kein Futter habe. Weil ich konnte ja letztens ja nicht kaufen. So, das heißt, wir kümmern uns jetzt erstmal um diese hier. Remco ist noch nicht gewachsen, okay. Geht's dir gut? 12 Tage noch. Verstehe. Wir können uns jetzt schon mal eine nächste Kuh leisten. So, da tue ich jetzt erstmal rein. Du wirst gefüttert. So, 3, 4. Genau. Um die haben wir jetzt uns gekümmert. Will ich jetzt schon gleich eins... Ja, ich möchte noch eine Kuh holen. So. Hier, bitteschön. Genau, wir können uns ja sowieso eine Kuh holen, weil wir sowieso wieder hierher kommen. Um die Hühner zu füttern. Da passt das schon. Halt klar. I think we have another one coming. It means I got pregnant. Don't ask her many times. Ja, ich weiß. Mitches coming. Das wird geil. Aber bald unser erstes Baby, Freunde. Ach ja, das wird so schön. Das ist so eine schöne Zeit. Die sollte man sich wirklich merken, ey. Ich kann mir jetzt eigentlich nie vorstellen, wie das ist, Vater zu werden, ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist ja auch logisch, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Aber es ist bestimmt ein schönes Gefühl. So, wir sollten jetzt erstmal genug Futter holen. Ich würde sagen, wir kaufen 90 Futter, da haben wir 8000 G. Eine Kuh kostet 6000 G. Und wir haben ja genug Futter noch. Von daher passt es. So. Gut. Dann würde ich sagen, kaufen wir jetzt die nächste Kuh. Pick up things you want to buy. Do you want to ask many questions? Ja, noch eine Kuh. So, wir haben gesagt 3 Schafe und 5 Kühe. Wir haben jetzt 2 Kühe und bald ein drittes. Okay. Nur wie soll ich das nennen? Ich habe immer noch keine Ahnung. Deswegen eine Kuh. Genau, das wollte ich schon immer machen. Und zwar wollte ich sie so nennen. Salat. Kuh.
Ja, mit Q geschrieben, nicht mit K-U-H, weil es passt ja nicht rein. Und so versteht man wenigstens Salat, Q. Kann man also trotzdem noch aussprechen. Das war meine Idee übrigens. Und ich finde die übertrieben geil, deswegen habe ich sie jetzt auch reingetan. So, wir haben noch 2000 G, das müsste eigentlich reichen. Bald haben wir unser zweites Schaf, unser drittes Schaf. Dann holen wir uns gar keine Schafe mehr. So, jetzt gibt es erstmal Futter für die Schaumutters. Leider verdienen wir heute nicht so viel Geld. Leider, leider, Freunde. Weil es gab ja keine Ernte. Erstens das. Und zweitens auch nichts anderes, was wir überhaupt machen konnten. Eier ist unser Hauptverdienstmittel und die Milch. Genau, wenn wir jetzt genügend Kühe hätten, dann hätten wir noch viel mehr Verdienstmöglichkeiten. So, ich tue jetzt erstmal das hier ausrüsten. Was mache ich da überhaupt? Ja, für morgen wollte ich schon ausrüsten. Ja, stimmt. So. Hier haben wir die Salatkuh. Hier, bitteschön, du kriegst dein Futter. Wir haben jetzt 4 Tiere. Euch geht's gut? Dann mir auch. So, ich würde sagen, die Tage überspringen wir, weil sowieso nichts Spannendes passieren wird. Wobei, heute ist Friday. Stimmt, wir waren auch gar nicht im Rick Shop. Stimmt, da wollte ich hin. Stimmt, Freunde. Und wir können sogar in den Souvenirshop mal reinschauen. Der Wichser hat nix. Und Rick, hast du was zu verkaufen? Ja, toll. Seid ihr für Penner? Habt ihr nichts zu verkaufen oder was? Kann das euer Ernst sein? Aber ganz ehrlich, irgendwie gibt's auch irgendwie gar nichts mehr Wichtiges zu kaufen, außer Tiere jetzt. Was soll ich denn sonst holen mit dem Geld, ne? Das frage ich mich immer noch. Was soll ich mit dem Geld eigentlich holen? Ja, was? Der Hund pisst da einfach. Das habe ich gesehen. Ich merke ich mir auch. Ja, ohne Scheiß. So. Gut. Eine Familie ist ziemlich teuer. Oh, morgen ist Rain? Scheiße. Ich hasse Regen. I don't want to eat anything. I feel kind of bad. Ja, Mann. Kenn ich. Das ist schlimm, ne? Aber keine Sorge, wir holen dir schon Blumen und so weiter. Aber du musst essen. Das ist deine Pflicht, man. Sonst hat das Kind nämlich keine Nahrung. Das wäre schlimm. Und hier ist, sehen wir wieder mal ein bisschen Ernte sogar. Ja, einigermaßen halt. Jetzt nicht übertrieben, aber gute Ernte. Da, das meine ich voll Ernte. So. Sehr, sehr schön. Dems, dems, hier bitte. Schöne Baum, Baum, Baums. So, hier rein damit, Freunde. Das wird geil. So, ich muss hier unbedingt Blumen besorgen. Das muss sein, Freunde. Sonst fühlt sie sich natürlich schlecht und das möchten wir natürlich nicht. Dass sie sich schlecht fühlt, das wäre echt schlimm. So. Sonst was gewachsen? Ne, oder? Okay, 2-mal Mais ist gewachsen. Also 2 ganze Ladungen. Ich würde sagen, das ist einigermaßen ertragbar. Und ganz okay. So, das heißt, wir gießen die auch gleich an. Dann haben wir auch diese Arbeit erstmal erledigt. So, Baums, 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 Baums. Aber das Blöde ist, dass man nicht alles gleich auf einmal reintun kann. Bestimmt, das wäre so ein gutes Spiel gewesen. Es ist ja auch ein gutes Spiel. Aber es wäre noch viel, viel besser gewesen, wenn man alles auf einmal... das habe ich alles... Das habe ich alles Bin ich blöd? Das habe ich doch alles schon gegossen. Habe ich vollkommen vergessen. Es wäre so ein gutes Spiel, wenn man alles auf einmal hier reintun könnte in eine Box, oder? Es wäre so super. Also, dass man mehrere Sachen markieren kann. Vielleicht geht das sogar, ich weiß es nicht. Ne, ich glaube nicht, ne? Ne, keine Ahnung. Das wäre so super. Naja, ist trotzdem ein gutes Spiel, Freunde. Von daher. Und ich bin saumüde, deswegen mache ich... Ich weiß nicht, ob ich den Tag jetzt noch... Also den dritten Tag noch mache.
Doch, ich mache ihn auf jeden Fall noch. So, leider konnte ich nicht alles hier gießen. Alter, nee, du darfst jetzt nicht kaputt gehen. Ja, wobei, ich bin so müde, Alter. Alter, ich bin so müde. Oh mein Gott. Nee, ich mache nur noch diesen Tag und... Ja, das war's eigentlich dann. So. Lumber brauchen wir gar nicht. Oder gibt es vielleicht eine zweite Renovierliste? Könnte ich jetzt mal nachschauen. Ich weiß es nämlich überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht. Das waren aber schon Ziele, die ich mir ja vorgesetzt habe, alles zu machen. Aber es kriegt man locker in eigentlich in den 2 Jahren locker hin. Seht ihr, Freunde, vom Tellerwäscher zum Millionär. That's Bombe. Wir waren ja früher so richtig arm. Wir haben immer von der Natur gesammelt und jetzt seht ihr mal, was aus diesem Bauernhof geworden ist. Das ist so super, so geil. So, Freunde, hau ab. Hau ab, du kleiner Ficker. So. Keiner ist erwachsen, ne? Nope, ihr wächst noch. Du gibst in 11 Tagen dein Baby. So, 1, 2, 3, 4. Ja. Dann hier. Und der Rest bekommt sein Futter. Da würde ich sagen, melk mal die Kuh da. So, hier bitte schön. Oh, hier sieht man sogar alles, oder? Was? Wieso ist das bei Schafen nicht so? Ist es nur bei Kühen so, oder wie? Hey, das ist ja cool. Kann ja sein, ach so, stimmt, ich glaube, jetzt weiß ich wieso, weil es ja kann ja auch sein, dass das ein Kalb war früher und dann ist so gesehen, dass die eine natürlich, die das Kalb gegeben hat, die Mutter und so. Ich weiß jetzt nicht, wer der Vater sein sollte, weil irgendwie kommt es mir auch so strange. Ich habe was vergessen, ich habe nicht gemolken. Ja, gut, wir kommen hier sowieso wieder her. Ich wollte ja nur ein paar Blumen holen. Nämlich hier noch so ein paar Sachen mit. So, ich hole mal ein paar mehr Blumen mit. Dass wir schon mal ein bisschen was haben. Warte, wir holen mal einfach sau viel, übertrieben viel Blumen mit. Einfach, damit wir das irgendwo hin tun können. In irgendeiner Box. In den Schrank können wir das, glaube ich, sogar tun. Und da tun wir halt die ganzen Blumen hin. Und dann schenkt man sie teilweise ihr. Ja, und das gibt man ihr gleich. Würde ich jetzt so sagen, oder? Und da können wir nicht mal reingucken, weil der Pisser da vorne steht. So, hier bitte schön. Wo ist sie hin? Küche? Wo ist sie? Ne, ich glaube, die ist wieder draußen. Alter, ich dachte schon. So, hier bitte schön. Oh, thank you, I feel happy. So, wir haben 2 Sachen hier noch. Also, wir wollten ja noch eine Kuh melken. Das machen wir jetzt auch gleich. Wartet mal, Kollegen. Wir tun jetzt erstmal in den Schrank die ganzen Blumen rein. Geht das? Ja, das geht. Finde ich super. Dafür haben wir auch den Schrank gekauft. Sonst nichts anderes. So, perfekt. Perfekt, oder nicht? Im Kühlschrank könnte es auch tun, aber da tut man eher Essen rein. So, wo ist sie wieder hin? Magic. Sie kann auf jeden Fall ziemlich gut Magie. Ja, Magie. So, hier, sehr schön. Den Milch tun wir jetzt hier rein. Und morgen ist ein Regentag. Und genau an einem Regentag machen wir im nächsten Part weiter. Wir haben jetzt alle Renovierungen. So geil.
Ach ja, Freunde. So. Bis zum nächsten Part, Freunde. Und mal schauen, was Kevin im nächsten Part sagt. Weil ich glaube, langsam, wir bekommen das Baby bald. Haut rein!